Hey Leute, willkommen zum vierten Part von Mafia 1. Viel Spaß damit. Ich trank einen Kaffee und ruhte mich im Taxi aus, während ich auf neue Kundschaft wartete. Ich war ganz in der Nähe von Salieris Bar. Himmel. Haben wir dich, du Ratte. Du hast Mr. Morello sehr verärgert. Wir werden dir eine kleine Lektion erteilen, damit du es nicht wieder vergisst. Diese Schweine hatten sich mein Nummernschild gemerkt und sich auf die Suche nach mir gemacht. Louis wird sich deiner Visage annehmen. Oh fuck, ich will nicht, dass Louis sich meine Visage annimmt. Nein! Es war klar, dass ich so schnell wie möglich da raus muss. Allein konnte ich dieses Monster niemals schaffen. Ich dachte Monster mir, dass zwei Monster. Dass Salieri nun an der Zeit wäre, mir seine Dankbarkeit zu zeigen. Salieris Bar war gleich um die Ecke. Und der Anblick war verlockender als ein Baseballschläger auf meinem Kopf. Fuck! Das gibt's doch gar nicht. Wie soll ich denn hier flüchten, richtig? Die haben eine Pistole, ich hab nichts. Rennt der schon? Ist das volle Power? Das ist aber ganz schön schwach für so einen Mafiosi. Angehenden Mafiosi. Nein! Oh Gott, 70 HP noch. Wer weiß, wie weit der Weg noch ist. Ich kann die Map nicht aufmachen. Na klar, warum auch? Ich habe ja meinen Kopfkompass. Wow, Autos. So, Mr. Strull. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Ich hoffe, das war richtig. Ja, dass ich jetzt hier gleich eine Wand vorfinde oder sowas. Wo? Da. Boah, die schießen voll über mir vorbei. Oh Gott. Boah, langsam, ich laufe. Tschalala, die Musik ist doch immer noch so geil. Alles, was wir brauchen. Lauf. Boah. So schnell um die Ecke gerannt. So schnell kann keiner um die Ecke rennen. Ja, mach du mal deine Schrottkarre. Oh Gott. Oh, ich kann ja kämpfen. Vielleicht kann ich sie totschlagen? Wahrscheinlich nicht. Nein. Ja, Salieris Bar. Lauf, Tommy. Ja! Yeah! Salieris Jungs kamen mir zu Hilfe, aber ich war in keiner beneidenswerten Lage. Ich hatte die Reparatur des Taxis abbezahlt, aber mein Boss wollte nichts mit der Mafia zu tun haben. Das war nicht gut fürs Geschäft. Die feinen Klamotten von Salieris Jungs zeigten, dass es bestimmt nicht übel war, für ihn zu arbeiten, und ich hatte nichts zu verlieren. Morello war hinter mir her, also war Taxifahren keine gute Idee. Und die Aussicht auf Salieris Geld war nicht schlecht. Wie ich zu sagen pflege, lieber jung und reich sterben. Also, Morello will mich wohl so richtig wütend machen. Aber ich bin ein geduldiger Mensch. Wie heißt du, mein Sohn? Thomas Angelo. Ich werde dir eine Chance geben, Tommy. Ich mag neue Leute. Wir sind hier eine große Familie. Paulie und Sam kennst du ja schon. Frank hier ist meine rechte Hand. Und kümmert sich ums Rechtliche in unserem Geschäft. Der hinter der Theke heißt Luigi. Das Geschäft schlägt oft auf den Magen. Aber Luigi ist ein Spitzenkoch. Paul stellt dir noch Vincenzo und Ralph vor. Wir sind viele. Aber das sollte vorerst reichen. Und jetzt hör mal genau zu. Wir haben hier ein paar Regeln. Leg dich nicht mit den Bullen an. Wir bezahlen sie gut und sie lassen uns in Ruhe.
Aber wenn du zu weit gehst, machen sie dich fertig. Auch wenn sie korrupt sind. Wenn sie dich einbuchten, hältst du den Mund und ich helfe dir. Ich bin gut zu denen, die mir helfen. Und die, die das nicht tun, leben nicht sehr lang. Capisci? Ja, Mr. Salieri. Das freut mich. Heute gebe ich dir die Chance, es den Schweinen heimzuzahlen, die dein Taxi ruiniert haben. Mal sehen, was du so drauf hast. Morello hat eine Bar. All seine Gorillas gehen dahin. Alle Autos parken hinter dem Zaun, neben der Bar. Wenn du gut bist, stehen die morgen früh nicht mehr da. Pauli kommt mit dir. Nur für den Fall. Bei Vincenzo kriegst du die Ausrüstung und bei Ralph ein Auto. Ich würde ihm nicht trauen. Er hat zu lange gezögert. Er hat nur angenommen, weil er keine Wahl hatte. Abwarten, Frank. Abwarten. Ich frage mich vielmehr, was Morellos Problem ist. Will er wirklich einen Krieg beginnen? Vincenzo ist der Waffenexperte des Don. Sie kennen sich seit ihrer Kindheit. Er besorgt dir, was du brauchst. Von der MP bis zur Kanone. Vinny hat einfach alles. Ich gehe vor einem Job immer bei ihm vorbei. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pauli. Das hier ist Tom. Ist gerade bei uns eingestiegen. Schön, dich kennenzulernen, Tom. Was kann ich für euch beide tun? Wir haben einen Job zu erledigen. Wir brauchen was, um ein paar Autos zu verschrotten. Dieses klassisch schlichte Sportgerät sollte reichen. Und falls nicht, habe ich noch ein paar Cocktails gemixt. Seid vorsichtig damit. Vielen Dank, Vincenzo. Bring den Schläger zurück. Gehört meinem Neffen. Na klar. Ralph, den ich dir jetzt vorstelle, ist ein kompletter Idiot. Aber er hat ein Händchen für Autos. Ich frag mich, wieso ein Idiot überhaupt irgendwas kapieren kann. Aber so läuft's halt manchmal. Besuch. Wie läuft's denn, Pauli? Hey, Ralphie! Ich sehe, du hinkst immer noch. Dann haben wir ja jetzt zwei Krüppel hier. Das stimmt, aber ich bin kein Idiot. Das hier ist Tom. Wenn du ihm ein geklautes Auto bringst, Tommy, macht er es zu deinem eigenen. Und keiner merkt den Unterschied. Ralph, Tom und ich haben einen Job zu erledigen. Und du hast einen fahrbaren Untersatz für uns. Stimmt. Hier ist er. Es war kein Flitzer, aber für eure Zwecke müsste er reichen. Danke, Ralphie. Los geht's. So, komm schon, gern. Ja, mittlerweile haben wir jetzt schon einige Minuten nach vier. Nach der Mission werde ich diese Session unterbrechen. Da habe ich noch direkt eine Info zu den Aufnahmen. Ich hätte um die Ecke schauen sollen. Ich nehme immer sessionsweise auf. Also ich sage auch nicht jedes Mal Hallo und Tschüss, sondern immer nur am Anfang und am Ende der Session, weil ich dann doch nicht so viel Zeit habe, das immer zu machen. Und vor allem ist es voll das Geraffel, da immer rauszugehen und wieder rein. Ihr wisst, was ich meine. Nichtsdestotrotz versuche ich hier alles so toll wie möglich zu machen. Und ich komme jetzt hier in diesen Park. Fräulein. Oh Gott, was ist das für eine Hupe? Okay. Sehr merkwürdig, jetzt irgendwie ein sterbender Vogel oder so. Ja. A dying Vogel. Okay, hinab mit uns, hinab. Oh, da fährt ein Schiff. Geil. Sehr detailreich. Oh mein Gott, ja. Jetzt fahre ich aber davon. Schaffe ich das mit dem Ding? Nee. Na, wir haben es ja gerade eben gehört vom Don. Wir sind einfach kooperativ, steigen aus, zahlen den Code. Das war ein Vergehen. Sie müssen eine Strafe bezahlen. Hat der mir gerade meinen Schläger aus der Hand gehauen? Okay, kein Problem. Hier ist das Geld.
Oder habe ich den jetzt einfach voller Furcht fallen lassen? Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Ja, das hoffe ich auch. Officer. Mein Schläger. Oh shit, was habe ich getan? Steig ein, Pony, du Dödel. Alter, wo läufst du hin, du geile Wurst? Oh mein Gott, habe ich das klasse hingekriegt. Wow, scheiße. Warum verklopfe ich mein Auto? Oh nein, ich habe die Mission, muss ich gleich nochmal neu starten. Was hab ich? Ich nehme einfach euer Auto. Nee. Doch, ich nehme euer Auto, ihr Penner, ihr Lappen. Vorne einsteigen. Wie kenne ich nicht? Ich kenne keine Autos. Pauli, jetzt komm, verdammte Kacke. Pauli, willst du nicht mal einsteigen? Ich muss den Polizisten überfahren. Sorry. Pauli! Pauli, du bist so ein guter. Willst du mich verarschen? Vor allem nicht beim Preis. Ey, ich glaub. Boah, ich hätte fast getroffen. Ich will ihn jetzt nicht. Wisst ihr was? Ich glaub. Nein! Nein! Ah. Mal schauen, was jetzt passiert. Vielleicht schneide ich das gleich wieder raus. Pauli hilft mir nicht, der andere rennt ins Ungewisse. Bleibt aber auf der Stelle. Okay. Ah, du wurdest verhaftet. Neuer Versuch. Komm. Und mit dieser kleinen Gefangennahme beende ich die Folge. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns bei Folge 5. Ciao, ciao.